Heute möchte ich mit euch richtig super leckere und einfache Joghurt-Muffins machen. Ein richtig schnelles Rezept, was wirklich super einfach zuzubereiten ist. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Wir brauchen 3 Eier, die habe ich mir hier schon mal in eine Schüssel gegeben. Und da gebe ich jetzt ein bisschen Vanilleextrakt dazu, weil ich einfach den vanilligen Geschmack auch sehr, sehr gerne mag. Dann kommt auch schon der Zucker dazu. Und zwar ist das Ganze ein Tassenrezept. Ich nehme jetzt hier ein Glas. Das Rezept ist ausgelegt für 200 Milliliter Gläser, beziehungsweise ihr könntet auch einen Joghurtbecher nehmen, wenn ihr das möchtet. Den Joghurt könnt ihr natürlich variieren, je nachdem, welchen Joghurt ihr bevorzugt. Ich nehme jetzt hier ganz normalen Naturjoghurt, denn ich möchte nachher auch noch Erdbeerkrispies reingeben. Die müssen nicht mit rein, die möchte ich aber mit reinmachen, einfach um das Ganze auch noch ein bisschen aufzupeppen. Und ja, jetzt rühren wir uns das erstmal ordentlich durch. Ich würde euch immer empfehlen, mit dem Glas erst die trockenen Zutaten zu machen, weil ihr dann nicht 5 Gläser braucht, sondern bloß dieses eine Glas und dann nicht alles dran hängen bleibt. Und ich mache mir das jetzt einfach mit einem Löffel in ein Glas. Ihr könnt natürlich auch mit dem Glas gleich, wenn ihr eine große Mehldose habt, einmal da reingehen. Und zwar brauchen wir 3 Gläser Mehl. Aber das Rezept findet ihr natürlich wie immer auch wieder unten in der Infobox. Da gebe ich dann noch gleich das Backpulver mit dazu. Ich nehme jetzt hier ein halbes Päckchen. Wenn ihr aber richtig schöne große wollt, dann nehmt ruhig ein komplettes Päckchen Backpulver. So, dann nehmen wir uns hier Joghurt. Ich habe jetzt hier 10%igen. Wie gesagt, ihr könnt aber jeden Joghurt nehmen, den ihr ihn bevorzugt. Stracciatella ist sehr gut, dann habt ihr noch ein paar Schokokleckse mit drin und dann noch ein Glas Öl. Und dann ist das Ganze auch schon fertig, muss nur noch schön verrührt werden. Und wie gesagt, in meinem Fall kommen jetzt noch Erdbeerkrispies dazu, die müssen aber nicht rein. Das ist einfach so jetzt das reine Grundrezept. Sehr gut schmecken auch noch Schokoraspeln da drin. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Und ja, auch mit Kirschjoghurt schmeckt das sehr, sehr lecker. Ihr solltet vielleicht nicht so viel kleckern wie ich, aber ich kleckere ja sehr gerne. So, das Ganze ist jetzt schön kräftig verrührt. Da gebe ich jetzt meine Erdbeerkrispies rein. So circa 1 bis 2 Esslöffel und rühre das Ganze einmal runter. Ich finde das nämlich auch optisch sehr, sehr schön. Und die sind so ein bisschen säuerlich. Das schmeckt dann auch nochmal sehr, sehr gut raus. Mir sind das jetzt noch ein bisschen zu wenig. Ich nehme einfach noch ein paar dazu. So, und dann nehme ich mir einfach meine Muffinförmchen. Ich nehme jetzt hier solche festen, weil dann spare ich mir das Muffinblech und gebe den Teig einfach da rein. Ich mache jetzt so circa immer 2 Esslöffel. Und dann kommen die in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad für circa 15 bis 20 Minuten. Da müsst ihr einfach mal schauen und zwischendurch die Stäbchenprobe machen. Und dann lassen wir die auskühlen und dann sind die nämlich auch schon fertig. Also ihr seht, wirklich super schnell gemacht, einfach schnell zusammengerührt, schnell gebacken und fertig. Wie immer zeige ich euch natürlich nachher am Ende das Ergebnis, wie das Ganze ausschaut. Und sage jetzt mal bis später.